Immerhin hat er eine AK dabei, das ist eigentlich ganz gut. So, ich stelle mal auf leise, weil wir wissen alle, dass es gleich wieder eskalieren wird. Upsi. Denke aber mal, dass ich hier tatsächlich nicht wirklich leise vorankomme, oder? Hier sind ein paar, mehrere. Und die werden bestimmt alle auf mich schießen, oder? Das dachte ich mir. Ich bin schockiert, dass genau dies passiert ist. Ja, ihr seht es schon. Es ist ein kleines bisschen eskaliert, kann man sagen. Oh, hier sind doch noch mehr als gedacht. Tschüssi und auf Wiedersehen. Das ist jetzt endlich vorbei. Anscheinend nicht. Jemand schießt auf mich. Wo denn? Ach, da unten. Ja, lassen Sie dies bitte. Okay, AK-Munition hatten wir jetzt nicht. Vielen Dank für gar nichts. Aber die meisten haben echt diese Waffe, ne? Aber ich glaube, die ist nicht ganz so gut. So ist zumindest meine Erinnerung. Ah, da war noch jemand, siehste. Jetzt ist dort keiner mehr. Ach, die haben alle diese Waffe. Aber die ist nicht so gut. Entschuldigung. Unterlassen Sie dies bitte. Geht so. Na gut, dann klauen wir das Ding mal, aber ich denke nicht, dass wir hier so einfach abhauen können. Komm, steig ein. Alright, Nico, you drive. I'll take out anyone who tries to follow us. We're going up to Ray's Lockup in Westminster off of Union Drive West. Oh no. Fahrt zur Garage, bekomme ich vielleicht auch eine Navigation? Vielen Dank. Ohne wäre es nämlich wirklich kritisch geworden. Ja, ich habe es jetzt schon mal direkt auf leise gelassen, den Sound, weil, naja, wenn er schon sagt, ich, ja, genau deswegen. Es ist, als ob ich es gerochen hätte. Lol, wie die sich gerade gedreht haben, das hat ja gar keinen Sinn gemacht. Mit Kuhgranaten, okay. Oh, so. Lol, da ist ja wirklich was explodiert. Upsi. Okay, so kann ich es wieder wechseln. Kann ich auch selbst schießen? Allerdings nur sehr eingeschränkt. Ja, das kann ich auch verzichten eigentlich. Wenn er das schon nicht gut macht. Oh. Ja, dass der Polizei das jetzt erst auffällt, obwohl wir hier uns schon die ganze Zeit bekriegen, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Sure is. All safe and sound. Whole truckload of it. Well, the wives and mistresses are gonna be happy when their men get a hold of those, huh? Whole city's gonna be hard in a few days' time.
Who's this? That's my boy Nico. He's an absolute savior. Couldn't have done it without him. Nico, come over here. You work for these Mick bastards? Fucking guinea. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man. Vielen Dank dafür, dass er uns anrufen will, I guess. Haben wir jetzt hier auch einen Waffenladen? Ja, haben wir. Da würde ich sogar mal hingehen, auch wenn, obwohl hier ist direkt eine Mission um die Ecke, das ist ungünstig. In diese Richtung ist er, okay. Das ist da vorne ein Motorrad, was da komplett verlassen steht. Es sieht so aus, als wäre es eins. Da sitzt niemand drauf. Huhu. Ja, wir sollten unser Geld vielleicht langsam mal für etwas bessere Waffen ausgeben. Wir haben auch mittlerweile ordentlich Geld. Im Moment, ich guck mal kurz nach. So, wir haben 37.000. Das ist ziemlich gut, würde ich sagen. Da können wir uns mal was gönnen. Außerdem brauche ich eh eine neue Weste. Und ich glaube, ich sollte auch mal was essen, damit sich die Gesundheit wieder so ein bisschen regeneriert. Vielleicht finden wir da irgendwie was in der Nähe. Das wäre ganz cool. Ich muss sie abbiegen. Perfekt. Das war knapp. Jemand. Mallory. Okay, hi. Don't worry about it. You've got enough on your plate looking after Roman. See you soon. Das mit Manny, okay. Ich weiß nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Außer, dass ich es ein bisschen lustig finde. So, es wird wahrscheinlich hier unten sein, ne? Yes. So, ich benötige... Bald verfügbar? Wieso bald? Wieso? Ich hab's doch schon. Ja, eine Weste brauchen wir auf jeden Fall. Waffe zu betrachten. Ich habe doch auch schon sowas. Hier Munition. Kaufen wir mal eins davon. Auch wenn es teuer as fuck ist. Davon haben wir genug. Benutzt die zwar ganz gern, aber so gern auch wieder nicht. Ja, vielleicht. Entschuldigung. Du stehst im Weg. Okay. Das muss erstmal ausreichen. Ich hatte keinen Bock, dass der da jetzt irgendwie eskaliert oder so. Gibt es hier nicht irgendwie ein Restaurant oder so? Heli-Tour? Na, das wäre ja lustig. Ich meine, wir sind in New York City. Hier soll es doch überall was zu essen geben, oder? Oh, wir sind ja... wir sind nicht in New York City, wir sind in Liberty City. Aber, naja. Die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen. Als ob hier nicht an jeder Stelle, an jeder Ecke irgendwie so ein Dingensautomat steht. Oder so ein, weiß ich nicht, Hotdog-Verkäufer. Habe diese Liberty Tree-Geschichte über uns und die Triaden am Fischmarkt gesehen, als ich nach heißer Amateur-Pornosachen im Netz gesucht habe. Immerhin ist er ehrlich. Hat meinen Steifen total gekillt. Muss meine Homepage ändern. Wer schreibt das? Wait, das muss ich mal kurz checken. Wer hat das geschrieben? Hacky, das hätte eher zu Brucey gepasst. Also ich hätte erstmal voll erwartet, dass er das geschrieben hätte, wenn ich ehrlich bin. Hier gibt's was zu essen. Perfekt. Hallo. Er hat einen Helm auf. Seit wann denn das? Ja, da springt er erstmal. Francis, ja gut, gegen den habe ich nichts. Nico, what's this I hear about you running with Patrick McQuarrie now these days? He's got work and he's a good guy. You're not planning on taking him down, are you? Lay off him, for me. I'm not planning on taking him down. He's my damn brother, you idiot. Packy McQuarrie, Francis McQuarrie. It's all starting to make sense.
I knew Irish families were big, but I didn't expect to run into brothers in a place the size of Liberty City. Yeah, just thank the Lord you ran into Packy and not my other brothers. Packy's just a hood, but Gerald is into some serious shit. And Derek, he's the worst. If that asshole ever comes back from Ireland, I can't be held responsible for what I do. My brothers ain't no good, Nico. Trust me on that. You know what? Me and Packy get along. Maybe if doing what you do is good, then I want to be no good instead. I should meet the other McCreary's. Be careful what you wish for. Lol, ich hätte irgendwie die ganze Zeit gedacht, er wäre Franzose. Wenn ich ihn jetzt weiterhin den Franzosen nenne, dann wundert euch bitte nicht. Sind wir wieder am Times Square? Ja, wie cool. Hübsch, hübsch, gut. Ja, weiß ich nicht. Ich halte von beiden jetzt nicht unbedingt die Welt, deswegen ist das nicht unbedingt schockierend für mich, dass die halt Geschwister sind und dass der Rest von denen nicht unbedingt besser ist. Hier hätten wir abbiegen müssen. So ist es. Jimmy, how you doing? Come on, Jimmy, let's go to my office. Okay, that's it, Jimmy, sir. You're undercover. Oopsie-daisy. Hey, Chief. Hey, Mitch. Looking good. Gastric bypass worked out well for you, I see. Yeah, thanks. I'll tell my therapist about you. Tell him my boss keeps sexually harassing me. Oh, yeah, you wish. I could use a drink. You? No. The motherfucker thinks he can drag me down. What's wrong now? Oh, man. Sure. Listen, where to begin? I don't know. Let me put it like this. If a guy makes a mistake, should that ruin his life? People don't understand how life is. Life is like a bowl of fruit slowly rotting in a hot kitchen. I don't give a fuck about the life lessons, friend. What do you want? I'm a good guy. He's got it all wrong. He's got but one stain on my character, and I'm finished. I want to make a difference. What? Some lawyer. Big white shoe firm thinks he's a crusader. Some morality cunt who takes photos of guys in the shower at the gym and then jacks off on his wife's face. Hey, enough! Enough. Sorry. Look, the guy's name is Tom Goldberg. Thinks he's got something on me. Gonna go to the DA with it, use it to get into Congress. Okay. Yeah. So, it's him or me. And it might as well be him, right? But he's hard to get to. Guy's got a bodyguard, limo, everything. You're gonna need to get one-on-one with him. Not in the showers. Not in the showers, a job interview. Then you can steal some files I need. An interview? Sure. It'll be easy. You're an immigrant. They're almost legally bound to interview you. But, get yourself a suit. Okay. I will email you the details. You're a good man, Nico Bellic. A good man. Coming from you, that means a lot. It does. Vielen Dank für dieses Kompliment oder so ähnlich. Er zieht den Helm jetzt also immer so automatisch an. Okay, finde ich gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, wo gibt es jetzt schicke Klamotten, wo gibt es Kackklamotten? Ich habe keine Ahnung. Ist für mich irgendwie gefühlt alles dasselbe. So. Upsi. Naja. Musste gerade immer noch so darüber nachdenken, dass die halt Geschwister sind, was halt super weird ist. Da bin ich noch ein kleines bisschen schockiert. Wir können uns einmal kurz diesen Laden hier angucken, wenn wir schon mal hier sind.
Obwohl, so schockiert bin ich halt, wie gesagt, gar nicht. Weiß ich nicht, was ich darüber denken soll. Das sieht ein bisschen nach Anzug aus. Ist das ein Anzug? Das sieht schrecklich aus. Wie sieht's mit dem da aus? Das sieht schrecklich aus. Das sieht okay aus. Ich denke, das können wir kaufen. Golfjacke? Ich denke nicht. Ich dachte, hier wird es vielleicht irgendwie so, weiß ich nicht, Anzug-Dinger geben. Aber wahrscheinlich müssen wir dann so ein Hemd dazu tragen. Die sehen alle fürchterlich aus. Das sieht halt wirklich fürchterlich aus. Gibt es hier auch Schuhe? Ja, da hinten. Nee. Ich weiß nicht, das ist halt so das Einzige, was dazu passen könnte, weil es halt auch dunkel ist. Wir legen das erstmal weg und vielleicht müssen wir dann später noch einen Anzug kaufen gehen. Bei den Schuhen wird halt das hier vielleicht passen. Oder auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht, aber ich glaube, jetzt wiederholt es sich. Ja, das wird hier nichts. Vielleicht kommen wir irgendwie später nochmal wieder. Jetzt habe ich keine Lust, mir das weiter anzugucken. Dieses Elend. So, zum Glück ist hier auch schon das Internetcafé. Oha, das Motorrad, das ist voll glitschig damit. Irgendwie cool. Feierig. Entschuldigung, ich möchte rein. Er wollte raus. Jemand sitzt an meinem Computer. Ich sitze mal in dieser Ecke. Das ist voll hier. Voll krass. So, dann gucken wir mal ins Web. Wir haben 4 Mails. Oh Gott. Gedärme überall in Fischmarket verstreut. Das klingt toll. Sind wir daran schuld? Ich muss überlegen. Ja, könnte sein. So, dann gucken wir mal in unsere Mails. Von wem haben wir die erste bekommen? Headhunting. Das war's, glaube ich, nicht, oder? Bitte helfen Sie. Ich möchte irgendwie, aber ich weiß, dass ich es nicht sollte. Berufliche Chance. Steht hier irgendeine Nummer, die ich anrufen kann? Mailen Sie mir seine Kontaktdaten. Ja, nee, ich denke nicht. Roman. Ja, Michelle hat für jemanden gearbeitet. Erst verkuppelst du mich mit einem Mann, dann mit einem Kopf. Vielleicht solltest du die Kuppelei lieber aufgeben, du Idiot. Ja, das passt. Dann haben wir jetzt nochmal Francis. Unter Karriere befindet sich der perfekte Job für dich. Wünscht dir ein mördergutes Bewerbungsgespräch. Könnten wir auch löschen. Karriere. Lebenslauf senden. Vespucci Universität für Jura. Das ist, glaube ich, ein kleines bisschen hochgestapelt. Erfahrung, Bellick and Bellick Rechtsanwälte. Senden. Perfekt. Fallstudie, das klingt spannend. Bla 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 bla. Okay, das klingt langweilig. Ja, sehen alle sehr, sehr sympathisch aus. Need legal help. Okay, ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Ich weiß nicht, gibt es hier sonst noch irgendwas auf der Seite? News? Der No-Name-Killer.
Serienmörder hinterlässt Nachricht, aber keine Hinweise. Mafia-Verfahren. Mhm. Ja, klingt jetzt nicht unbedingt spannend. Haben wir jetzt auch noch nichts bekommen? Dann würde ich sagen, ich gehe raus. Moment, ich kann so. Dann so. Und jetzt Lockout. Perfekt. Verlasse das Internetcafé. Wunderbar. Ich denke nicht. So, was soll ich jetzt tun? Ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz. Haben wir hier irgendwas bekommen? Sieht nicht so aus. Hier gibt's halt noch einen Laden. Ich glaube, der klingt auch teuer. Modo klingt da eher langweilig. Wir haben hier noch direkt Playboy in der Nähe. Dann würde ich da einmal ganz kurz hinfahren, glaube ich. Oh, wir rufen jemanden an. I've sent off the application. I've always wanted to be a lawyer. Could be whatever you like. It's the land of opportunity. Any fool can become president. Call when you hear about the interview. Ja, ich sollte jetzt ein kleines bisschen vorsichtiger fahren, denn mit dem Motorrad ist es ein kleines bisschen gefährlicher als mit dem Auto, sagte er und gab Vollgas. Oh, ich muss hier abbiegen. So. Oh, ich bin noch auf laut. Ich gehe mal auf leise. So. Jetzt hört ihr mich auch besser. So. Muss hier einmal. So. Anwaltsfirma, Mr. Bellick, this is Karen from Goldberg, Lichner and Scheister. We'd like to arrange an interview for you at the earliest convenience. Come into our offices at noon tomorrow. Is that all right? I can free that period up in my schedule. Super. Your interview will be with Mr. Goldberg. Press the buzzer and we'll let you in. Have a nice day. Okay, 12 Uhr am Montag. I have an interview with Goldberg tomorrow. Perfect. The smug bastard ain't gonna know what's coming at him. Teach him for sticking his nose in other people's business. Okay. Das kann ja nur gut werden. Das ist, glaube ich, ein Autohaus, ne? Oh, das sieht echt teuer aus. Na, dann schauen wir mal. Ja, da mit einem Messer reinzugehen, ist jetzt nicht unbedingt die beste Idee. So. $1000, oh du meine Güte. Die Schuhe sind leider echt fürchterlich. Ja, das passt. Das passt. Das war irgendwie lustig. Okay, wir müssen da also morgen um 12 hin. Wie spät haben wir es jetzt? Das heißt, wir haben noch 24 Stunden. In der Zeit schaffen wir doch locker noch eine Mission, oder? Wenn wir uns beeilen, bestimmt. Ich denke mal, das wird dann auch für heute die letzte Mission sein. Also die nach der kommt, beziehungsweise diese Appointment-Mission. Nico, it's your cousin. Sorry, man, I got shit to do. Can't bowl with you right now. Sure, cousin. Call me when you have a moment. Ich frage mich immer so ein bisschen, ob das Ganze irgendwas bewirkt, wenn wir den andauernd absagen. So böse das auch klingt, aber ich habe halt keine Lust, was mit dem zu machen. Das macht mir irgendwie einfach gar keinen Spaß. Und dann will ich mich auch nicht so dazu zwingen. Auf Krampf irgendwie, weiß ich nicht. So. Hey, what's up, money? Hey. Come on. Ladies, give me a few minutes. Business calls. This is my time. Look at it. All them tiny ants down there. Man, shit is crazy. It's
So I guess you do okay. Yeah, okay. But, what about you? What motivates you? Well, I need money. This pays. I can do it. I don't care if I live or die. And I'm looking for someone. Someone special? Yeah, you could say that. So, why do you need me? Well, I'm always looking for good guys. Build an army. But in my work, the people change. Money changes people, not me. See, I'm still a hustler from these streets. And I heard good things about you. Okay, but I'm warning you. I'm not low budget. Do I look like I live low budget, dog? Yo, player! Fuck you want? There's someone here for you. Dwayne or some shit, I don't know. Motherfucker got out? Damn. My dude! What's up, son? What's going down? You didn't tell me you was getting out? Man, I would've laid on a party, got some freaks out. Shit. I called. Couple of times. Man, hey, Dwayne. This is Nico. Hey. Nico Dwayne Ford. Taught me everything I know. Not everything. So, hey, man, where you staying? You need some money? What's the plan? What you mean, what's the plan? Pick up where we left off. I'm out. I'm back. We keep on rolling. You say we? Yeah, we. Unless you too fine. What, your silk sheet? Fancy dress wearing life too big for me now? Oh, hey, I ain't saying that. You know what's mine is yours. You need help, just holler. Hell, this Slavic motherfucker any good, he can help you. Hey, you know I do anything I can. But right now, we gotta roll. Just give me 1 second. Ain't folk quick to forget. Some folk. Yeah, that's the truth. Where did you get out from? Preschool. Okay, Dwayne, we gotta roll. Please make yourself at home. Hell, this is your home. This jet money. Motherfucker must think I'm an idiot. Der könnte uns noch gefährlich werden. There's an alley we want to hit up just off the South Parkway. Okay. All right. You heard of Youssef Amir? Big real estate developer? I don't know. I've heard a lot of names since I got here. This guy's a big developer. Are you and him having meetings about how to run the city? Not yet, but I got an idea about how me and him can get friendly. Some Italian dudes have shut down his building site on some union bullshit. They all up in the place, strapped to their fronts with hard hats on and shit. Won't let nobody get near. What are you suggesting we do about it? You're gonna go in there and get them mafia types off the site. Meantime, I'm gonna tell Youssef how good we've been to him. That cat and me is gonna be tight as two cellmates on lockdown after this. What's in it for me? I'll give you what you after. Cold, hard cash. That what you're chasing, right? Amongst other things. I don't know how good your plan is, though, Playboy. If I get rid of the guys on the site, then won't there be more? If it's a union problem, doesn't that make it bigger than a few guys with guns? Shit. Union is just another word for mafia. These cats is looking to squeeze our boy Amir for dollars just because he ain't from here. When we fuck they people up, they'll realize that he ain't a cat to be messed with, and they'll back off, okay? Shit. Youssef is from Dubai. He's an African, and he's coming to Liberty City to make it big. It's my duty to watch this cat's back. My ancestors came from Africa. Now he's coming out a bit later. Me and him could be cousins, shit. I think you might want to look at the map, Playboy. Dubai isn't in Africa. Shit, it all the same. Africa, America, Dubai, it don't matter. We're brothers, spiritually, I mean. And that's the important bit. Okay, wer kennt es nicht, dass Dubai in Afrika das besonders schön, habe ich gehört.